Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Wir haben eine Autosave-Funktion in dem Spiel drin. Das ist ja nett. Es ist von Square Enix. Square Enix. Und den da. Und wir spielen Life is Strange. Ein. So eine Art wie. Also, es ist ein Adventure. Kein Action-Adventure, es ist ein Adventure. So die Point-and-Click-Variante von den Action-Adventuren, wenn man so möchte. Das ist eine blöde Beschreibung. Naja, jedenfalls herzlich willkommen und damit auch herzlich willkommen zu einer kompletten neuen Serie. Und damit meine ich nicht Life is Strange als Serie spielen, sondern überhaupt Adventures. Screen Size. Ist schön. Ja, das Spiel ist komplett auf Englisch, leider. Video Settings. Advanced Video. Detail Mode. Oh, volle Pulle hier. App Lü. Ja, ist okay. Confirm. So. Back. Audio. Schickedelic. Subtitles, yes, no. Controls. Au. Okay, das werden wir wahrscheinlich alles im Spiel lernen, was wir da alles für Controls noch haben. Ja, wie gesagt, das ist komplett auf Englisch. Ist natürlich sehr, sehr schade. Aber vielleicht kriegt ja irgendwann Square Enix noch mit, dass es noch andere Sprachen außer Englisch gibt auf der Welt. Denn das macht das Spiel leider für die, die nicht dem Englischen mächtig sind oder es nicht lernen wollen oder nicht lernen können, ein bisschen schwierig. Ich versuche on the fly das zu übersetzen, was mir wichtig erscheint, so gut wie ich kann. Ich bin auch nicht der Englisch-Pro. Und deswegen fangen wir einfach an, uns in das Spiel zu stürzen. Life is Strange ist ein storybasiertes Spiel, wo man Entscheidungen treffen muss, die Konsequenzen haben für das gesamte Spiel. Also, wähle weise. Wow! Fängt ja gut an. Vielleicht etwas laut. Okay, warum bin ich in einem Sturm? Wo bin ich? Wie bin ich hierher gekommen? Okay. Auf zum Leuchtturm. Der wird uns retten, hat sie gerade gesagt, sozusagen. Gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Wir können ja nicht zurück. Da ist ein Baum im Weg. Okay. So ein bisschen umgucken. Ja, da ist gleich ein Schild. Hier geht's lang zum Leuchtturm. Das ist natürlich. Dankeschön dafür. Wow, ist ein bisschen echt laut hier, den FX. Die kann ich leider nicht mit dem Mischpult runterstellen. Machen wir das Ganze mal ein bisschen so. Vielleicht die Musik auch noch ein bisschen leiser. Und. Back. Back. Resume Game. Okay, wenn dir irgendwas nicht passt von der Lautstärke her, dann schreib das bitte in die Kommentare rein, damit ich das in Zukunft ändern kann. Okay, wir sind jetzt hier in einem Sturm. Wir gucken echt scheiße, weil krasser Wind. Der peitscht uns um die Ohren, ohne dass das Haar wackelt. Doch, es wackelt ein bisschen, aber nicht doll. Fuck, das ist ein Riesensturm. Den müssen wir uns mal genauer angucken. Okay, rennen können wir anscheinend nicht. Nicht wirklich. Okay, ich erwarte jetzt gerade, dass hier uns gleich eine Kuh um die Ohren fliegt. Ja, Max, du kannst das machen. Okay. Wo sind wir denn? Oh, das ist aber eine sehr schwammige Textur. Schade. Arcadia Bay sind wir. Da oben ist der Todespunkt. Das ist natürlich toll. Wo ist das Lighthouse hier auf der Karte? Sieht man nicht. Was steht denn hier? Blackwell
Academy 1910. Okay, das ist ein Banner von irgendeiner Schule, der hier rumfliegt. Hier ist irgendwelches Equip. Kamera-Equip vermutlich, möglicherweise. Sieht so ein bisschen... Oder... Könnte auch was ganz anderes sein. Keine Ahnung. Gut, dann auf ins Lighthouse, bevor wir uns noch erkälten bei dem Sturm. Das wäre echt ungünstig. Wobei, es natürlich echt cleverer Posi mit dem Lighthouse. Da, wo der Sturm natürlich direkt vor der Haustür ist. Holy shit. Ja. Das kannst, guck mal, da ist die Kuh. Rechts ist er lang geflogen. Ja, der kommt. Ach du Scheiße. That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay. I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller. Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Krasser Wurf. Why Arbus? Das war offensichtlich ein Traum, aber es hat sich nicht angefühlt wie ein Traum. Wir sind ja in der Schule. Und die unterhalten sich gerade über Filme. Keep that to yourself. Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? Guckt immer den Scheiß laughing at me now. And any one of you could do that to me. Isn't that too easy? Too obvious? Also, da kommt das Bild, das ist ja total scheiße. Wie kann ich das Mr. Dingsbums zeigen? Alle werden über mich lachen, wenn ich das präsentiere. Isn't that too easy? Too obvious? What if Arbus chose to capture people? I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. Warum? I like it old school. Ja, das ist cool. Das Ding ist witzig. I have to admit, I'm not a big fan of her work. Okay, warte mal, was ist das? I haven't kept up with my journal as much as I should. Ein Journal. Ein Tagebuch. If anybody else looked at this, what would they think? Okay, viel Text. Seite 8 von 8. Warum fängt man nicht von vorne an zu blättern? Huch. Okay, tut mir leid, das ist zu viel Text. Den möchte ich euch ja nicht komplett vorlesen. Ihr könnt jetzt hier an diesen Stellen immer einfach Pause drücken, euch den ganzen Text durcharbeiten, durchlesen. Und ich werde das dann nach der Aufnahme auch nochmal nachholen. Also drückt dann mal jetzt Pause. Dann könnt ihr jetzt wieder Pause drücken. Jetzt wieder Pause drücken. Wow. Das ist echt eine Menge hier. Coole Bilder übrigens noch ringsrum. Hier mit Briefmarken und so. Da ist ein bisschen Farbe gekleckert. Happy 18th Birthday. 18th Birthday, ja. Okay, wir sind offensichtlich irgendwie 18 geworden. Was gibt's hier noch? Verschiedene Characters. Ach du Scheiße. My name is Max Caulfield. Wollte schon immer Fotografin sein. Wow, also das hat viel Content des Spiels aussieht. Mr. Jefferson ist der beste Fotograf der Welt. Und mein Lehrer. Aha. Das ist der Grund, warum ich nach Blackwell gekommen bin. Blackwell heißt wahrscheinlich die Schule. Aha. Dann haben wir hier. Wer ist denn das? Kate Marsh. Habe ich in letzter Zeit nicht mehr wirklich lächeln sehen. Sie ist süß und nett. Und ist auch hier, hat mit mir zusammen hier angefangen.
Tja. Wer sind das? Victoria Case. Ein Elite von Blackwell Academy. Also eine höhere Stufe als wir sozusagen. Wahrscheinlich. Wir sind ja bestimmt auch Freshmen. Erstsemester sozusagen. Auch 18 Jahre alt. Okay. Was haben wir hier noch? Fotos. Episode 1. Ah, okay. Das sind Speicherständer vermutlich. Oder das sind Speicherständer. Und hier haben wir noch SMS. Wow. Okay, nein, die machen wir später. Lass mal weiter gucken. Portable camera bag is battered, but still kicking. You don't have beauty without a beat. Which explains why Frank was Kerouac's photographic muse. I do love my analog camera. I should take a picture to prove I'm still here. Plus, it's perfect for my portfolio. And I have to get my daily selfie quota. Okay. Wir sollten ein Foto von uns selber machen, nur um zu überprüfen, ob wir wirklich da sind. Dass wir kein Vampir sind oder so, kam wahrscheinlich. Und außerdem wollen wir doch hier schicklich Selfies machen. Also los geht's. Take Selfie. Early examples of that truly awful word you pesky kids love so much. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Ich hab's gewusst. Ich wusste es noch. Oder warum fragst du mich? Hä? So. You're asking me? Let me think. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. Dumme the Kuh. First American so. Daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. Blöde, dumme Kuh. You can find out all about him. Macht uns ja voll mies. Und der ist auch noch, hey, hast du gut gemacht. Sad face. Na, die gucken alle nicht besonders glücklich hier irgendwie im Spiel. Das ist jetzt, was ich so gesehen habe. It's great exposure and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Boah. Was ist das für ein Arsch? Lass mal hier umgucken, erstmal, bevor wir zu dem Onkel gehen. Victoria doesn't waste a second kissing ass. Guck mal, Drucker. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. When I don't suck. Someday. Okay, der kann richtig gut Fotos drucken. Der sieht überhaupt nicht so gut richtig fotodruckmäßig aus, muss ich mal sagen. Okay, was ist das? Obviously Blackwell spent bank on the computers here. Okay, das ist der leere Computer. Looks like somebody was already working on this. Cool. Okay, das ist Niveau. Neo-Niveau. Niveau. Ja, irgend so ein Fotobearbeitungstool, was die hier benutzen. Ein Fantasy Photoshop. Hi, Kate. Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. Du hast da in dein Tagebuch geschrieben, dass sie immer so komisch guckt. Naja, okay, speaken wir mal dir. Hi, Kate. Oh, hi, Max. I hope I didn't embarrass you. You seem quiet today. You seem quiet today. Just thinking too much. Sieht aus wie unter Drogen, ey, aber volle Möhre irgendwie. Victoria has already won. Want to go grab a cup of tea? I hear that.
Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Max scheint irgendwas zu wissen, was wir noch nicht wissen. Cool. Now I wish I wouldn't have read this. Wow. Purge. Liebe Kate. Oh, hier steht's nochmal richtig. Für die, die es nicht lesen können. Toll. XOXO Blackwell Academy. Wer ist denn XOXO? Edged marks. Huh. This might make a cool shot. Cool shot. Dann machen wir nochmal ein Foto von. Tab Journal. Oh. Ah, guck an. Das sind alles Fotos aus der Episode 1. Ja, okay, die wir machen könnten eventuell. Mhm. Kann ich nicht anklicken, groß. Schade. Rachel, Amber, Love Forever. Rachel and Amber wahrscheinlich dann. Okay, alles klar. Coolio. Weiter gucken. Was haben wir hier? Notebook. Das ist ein... Even her schoolbooks are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. Ja, genau das. Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most expensive everything. Nee. Okay, die scheint auch eine Menge. She'll have better equipment than Blackwell. Die scheint eine Menge Geld in den Arsch geblasen zu bekommen. Das Dollarzeichen ist falsch. Ein Dollarzeichen hat nur einen Strich in der Mitte. $5,299. Read. Hier nochmal für euch. Geile Kamera. Übelste Quali. Macht richtig krasse JPEGs. Und kostet einen Arsch voll Kohle. Alles klar. Die Kamera, die kauft die sich bestimmt gleich. Wenn sie wieder rausgeht, geht sie um die Ecke und sagt dann, hier, meine Credit Card von meinen Eltern. Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. God, I'm such a photo nerd. Oh, ein Poster. Look at the poster. So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. Gives me hope. Mhm, also der macht Covers für Zeitschriften. Mark Jefferson's Noir Beauty. Film versus Digital. Who will win? Ach, Mr. Jefferson, nein. Das hat er nicht selber gemacht, sondern hier steht ein Artikel mit dem drüber. In dem Zeitschrift. Was ist das? Fotoparade. This is definitely where cameras go to heaven. Oh man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. What? Okay, keine Ahnung, was sie erzählt. Ich kenne mich mit Fotografen und Krams überhaupt nicht aus. Ich weiß, es gibt einen Auslöser, wo man draufdrücken muss und man kann irgendwie scharf stellen. TV. I like TV. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Ja, ich kann mich da noch an die Schule erinnern, wenn dann die Lehrerin reinkam mit dem Fernsehwagen. Hat so einen riesen Schrank, worauf Rollen, dann haben die den reingepoltert. Der war natürlich immer 3-4 Räume weiter weg und dann haben die den komplett durch die Räume durchgeschleift sozusagen. Und dann war das halt so ein fieser, hässlicher Röhrenmonitor, wo Videokassetten eingelegt werden konnten in den alten VHS-Abspielgerät von 1900. Weiß nicht, irgendwann. Wahnsinn. Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. Everyday Heroes Photo Contest. Submit an image that best represents yourself or others in heroic action. Okay, wir müssen uns ein Selfie machen, während wir gerade coole Sachen machen. So Heldenkram wie Oma über die Straße helfen und so. Das ist ja der Daily Hero. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Okay. Guck mal. Guck mal.
You can never escape the lighthouse here. Das ist unser Turm, wo wir vorhin waren. Haben wir von dem Turm geträumt? Ich erkenne ihn sofort wieder. Hier, an diese Kante. Mann, Mann. Cool, okay. Kamera. Look. Wow, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. I bet he gets pristine digital images. But I still dig my little instant camera. Eine kleine Instant-Kamera, ja, ja. Die Polaroid, die du dabei hast. Oh. Looken wir mal at die Frau da. Die Olle. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Na, erzähl kein Blödsinn. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Uhu. Excuse me. Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Muss ich wirklich? Do I have to? Mann. I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Okay, also der möchte das unbedingt, dass wir Fotos machen, weil wir halt gut sind im Fotos machen. Und wenn wir die anderen Leuten zeigen, macht uns das vom Amateur halt zum Künstler. Guck mal, da stehen Bitmaps rum, die sich bewegen. Ist ein bisschen spärlich aus da draußen. Schade, schade. Hey, warum kann ich hier nicht lang? Mann, ich wollte hier noch ein bisschen rausgucken. Erstmal, ich finde es bei solchen Spielen immer wichtig, dass man sich auch umguckt, was man hier... Oh, guck mal, look, siehst du, genau deswegen. I like this panoramic view of Blackwell. Everything looks so green and serene. Green and serene. Wie poetisch. Okay, gibt es jetzt hier noch irgendwas zu gucken? Können wir hier in den Mülleimer kramen oder so? Nee. Okay. Gut. Also Leute, im nächsten Part würde ich mal sagen, halt, hier gibt's noch Bücher. So cool that we can check these out anytime. Ah ja. The Decisive Moment by Henri Cartier-Bresson. That's rare. Oh. Annie Leibovitz, mad respect. The amazing Eugene Smith. Good to see Avedon among the masters. Dali, of course. Lots of people I haven't heard of yet. I guess that's why I'm here. Okay. Das sind echt seltene Bücher, die man sich jeden, die sich ja jeder einfach mal so rausnehmen darf und angucken darf, lesen darf. Coolio. Okay, im nächsten Part verlassen wir diesen Raum. Und gucken dann mal, wie es weitergeht. Also, macht's dann mal gut. Bis dahin und tschaußen.